Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spandauer Straßen. Heute nehme ich euch mit zu einer Fahrt auf dem Brunsbütteler Damm, von der Stadtgrenze in Staaken bis zur Klosterstraße. Nur wenige Meter vor der Stadt- und Landesgrenze beginnt der Brunsbütteler Damm auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Staaken. Heute ist hier der Zeppelin-Gewerbepark. Überall schießen hier moderne Neubauten für die Produktion von Gardinenliftsystemen, Eiscreme oder Solarzellen aus dem Boden. Wir kreuzen nun die Straße am Zeppelinpark. Diese erinnert daran, dass hier seit dem 9. Juli 1915 die Luftschiffbau Zeppelin GmbH einen Flughafen und eine Luftschiffwerft betrieb. Das verfallende große Industriegebäude auf der rechten Seite ist das Verwaltungsgebäude der Luftschiffbau Zeppelin GmbH und auf der linken Seite kreuzen wir die Straße am alten Gaswerk. Hier unter anderem wurde das Gas für die Zeppeline produziert. Hier rechts geht es zum Sommerbad Staaken, einem Freibad und den Fußballplätzen der Spandauer Kickers. Die Gebäude auf der rechten Seite gehörten einstmals zu dem Krankenhaus Staaken, was von 1958 bis 1997 hier bestanden hat. Heute werden viele der Gebäude für eine Oberschule und für Kindergärten genutzt. Auf der linken Seite hinter der Schallschutzwand sehen wir das Mühlenviertel, eine Neubausiedlung, die seit Oktober 2001 kontinuierlich ausgebaut worden ist und bis auf das ehemalige Todesstreifengelände reicht. Der Brunsbütteler Damm wurde erst zur Jahrtausendwende derartig breit ausgebaut und bis an die Stadtgrenze gezogen. Eigentlich sollte er weitergeführt werden bis an die L20, um dann einen Zugang an die Bundesstraße 5 zu gewährleisten. Vorher befand sich hier die Staakener Feldstraße, ein kleines ländliches Sträßchen. Wir nähern uns der Kreuzung Nennhauser Damm. In Höhe des Ampelmastes befand sich die Berliner Mauer. Heute verläuft hier ein aus Pflastersteinen gemachter Gedenkstreifen quer über die Straße. Für die Nicht-Eingeweihten, wir sind jetzt in ehemals West-Berlin. Jetzt kommen wir in das Gebiet der Luise-Schröder-Siedlung. Mitte der 60er Jahre wurde die Luise-Schröder-Siedlung zwischen Brunsbütteler Damm und Oldesloher Weg errichtet. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre wurde sie dann ausgeweitet auf das Gebiet Brunsbütteler Damm Süd, Südekommzeile und Zweiwinkelweg. Nach dem Queren des Haberlandweges sind wir auf der Shoppingmeile der Luise-Schröder-Siedlung. Hier, kurz vor dem Magistratsweg, gibt es alles, was das Herz begehrt und der Kühlschrank braucht. Von Supermärkten über kleine Einzelhandelsgeschäfte bis Restaurants und Apotheken ist alles vorhanden. Wir überqueren den Magistratsweg.
dieser Teil des Brunsbütteler Damms ist geprägt von Einfamilienhäusern, Laubenkolonien und Aufbauprogrammneubauten aus den 60er und 70er Jahren. Auf der linken Straßenseite beginnen nun die ehemaligen Fabrikationsanlagen von Ohrenstein und Koppel. Im Jahr 1900 gründeten Ohrenstein und Koppel hier die Waggon- und Weichenbauanstalt. Mitte der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts baute man hier die ersten Triebzüge der Berliner S-Bahn. Bis zur Aufgabe dieses Industriegebietes wurden dann Bagger und Baumaschinen hergestellt. Heute fertigt Ohrenstein und Koppel unter dem Dach der CNH, einer Viertochter, in einem großen Produktionsneubau in der Starkener Straße weiterhin Baumaschinen. Heute stehen die Gebäude auf diesem Gelände unter Denkmalschutz. Supermärkte, Baumärkte, Werkstätten, viele kleine Firmen erfüllen die alten Produktionshallen mit neuem Leben. Auch zwei große Arbeitgeber haben sich hier wieder angesiedelt. Auf der linken Seite Axel Springer und auf der rechten Seite die Dr. Mann Pharma. Wobei die jetzt wohl Bausch und Lomb heißen oder Vision Care oder man weiß ja immer nie, wer was wo drin steckt. An dieser Ampelanlage kreuzen wir die Nauner Straße. Und ab hier beginnt, ich sage erstmal mit einem Schmunzeln, die Spandauer Automeile. Autohäuser, Gebrauchtwagenhändler, einer reiht sich an die nächsten. Über den folgenden Straßenabschnitt kann ich eigentlich nicht viel erzählen. Hier gibt es das Jobcenter, es gibt, wie in der Zeitung stand, ein Bordell, was Hartz-IV-Rabatte gibt. Aber nein, da ist noch was. Auf der rechten Seite haben wir die Villa Otto Pinno, die Villa eines Metallbauunternehmers von 1899. Heute ist hier ein Kindergarten untergebracht. Auf der rechten Seite passieren wir die alte Molkerei. Man mag es kaum glauben, sowas hat es hier gegeben. Heute eine Party-Location. Auf der linken Seite haben wir das Gelände des ehemaligen Spandauer Güterbahnhofs. Hier werden im Moment viele neue Autohäuser gebaut. Dann folgt das Parkhaus der Spandauer Karten. Die vielen Autos, die die Autohäuser verkaufen, müssen ja schließlich irgendwo untergebracht werden. Und dann kommt er, für viele der Tempel der Glückseligkeit, unsere Spandauer Shopping Mall, die Spandauer Karten. Ich sag mal so, ein Einkaufscenter mit Gleisanschluss und Übernachtungsmöglichkeit. Während wir uns nun an die Ampelanlage herantasten, kommt halb links voraus ein graues Gebäude mit gelber Bauchbinde in Sicht. Unsere alte neue Post. Sie wird ihren 50-jährigen Geburtstag wohl auch nicht erleben und in absehbarer Zeit abgerissen werden. Damit haben wir das Ende des Brunsbütteler Damms und unserer heutigen Sendung erreicht. Wir biegen nun in die Klosterstraße ein, aber das ist schon wieder ein neues Thema. Und das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal verbleibe ich. Tschüss, bye bye, macht's gut, Nachbarn. Euer Tomcat hier aus Studio B.